als wir die Katastrophe im Ahrtal hatten. Da war niemand von Ihnen so mitfühlend und empathievoll, wie Sie das heute alle darstellen. Das ist absolut so. Das ist absolut so. Und das ist für mich gespaltene Zunge. Ja, da zeigen Sie mal Ihre Empathie auch gegenüber Deutschen, die von Katastrophen betroffen sind. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Özdemir, Ihre Rede war das beste Beispiel dafür, was man eigentlich nicht tun darf. Man darf nämlich die türkische Innenpolitik nicht hier in dieses Landesparlament hineintransportieren. Und wenn Sie hier sagen, man darf Erdogan seinen Wahlkampf da nicht durchgehen lassen, ich hoffe, dass das, was Sie hier gemacht haben, kein Wahlkampf für die Türkei ist. Wir wissen, dass dort im Augenblick Wahl ist. Und deswegen unterlassen Sie das bitte im Rahmen einer Debatte über Hilfeleistung. Wenn Sie sagen, dass wir hier in Hamburg Hilfe leisten sollen, weil Herr Erdogan das in seinem eigenen Land nicht schafft. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Abgeordneten Stoop? Wissen Sie, ich habe jetzt 4 Zwischenfragen stellen wollen. Keine einzige ist genehmigt worden. Warum soll ich Ihnen das jetzt genehmigen? Aber machen Sie es, machen Sie es. Ja, los. Ja, dann habe ich wenigstens die Gelegenheit, Ihnen zu sagen, wie infam ich das finde, dass Sie das jetzt hier als, als eine türkische Innenpolitik darstellen. Die ganz konkrete Frage ist doch, dass wir, wenn wir mit Hamburger Mitteln Hilfe leisten, sicherstellen müssen, dass die auch bei den Betroffenen ankommt. Und da können doch selbst Sie sich nicht gegen stemmen eigentlich. Lieber Kollege, das wäre Teil meiner weiteren Ausführung. Das wäre Teil meiner weiteren Ausführung gewesen. Hoffentlich wissen Sie, wo diese Hilfe ankommt. Denn je mehr Kommunen hier ihre Hilfe, Unterstützung zusagen, desto weniger koordiniert ist das Ganze. Viele Köche verderben eben den Brei. Und liebe Kollegen, jetzt lassen wir uns mal wieder ernst werden. Gute Frau, das ist hier ein ernsthaftes Thema. Ja, ja, Katastrophen durchziehen nun mal unsere Welt. Und für jeden, der sie erlebt und durchleidet, bringen Katastrophen Not und Elend mit sich. Und das Erdbeben im syrisch-türkischen Gebiet hat über 50.000 Tote gefordert. Und auch heute noch gibt es in diesem Bereich viel Mangel, ähnlich auch wie in Teilen der Ukraine. Das bestreite ich ja gar nicht. Herr Abaci hat es am Anfang seiner Rede gesagt, wir wollen die Hilfeleistung, die es im Moment gibt, indem wir nämlich beispielsweise ausgemusterte Gegenstände dorthin schicken, die wollen wir erhöhen, die wollen Sie jedenfalls erhöhen. Und ich sage Ihnen, wir werden das so nicht mittragen. Wie ich gerade schon sagte, die internationale, hören Sie mir doch mal zu, als statt hier immer so rumzuraunzen, nicht? Die internationale Staatengemeinschaft, die könnte gerne Hilfe leisten, denn die ist dafür zuständig und die hat auch die entsprechenden Koordinierungsinstrumente, die weiß, was verlangt ist, was wo verlangt ist und auch vor allem auch, wie was wohin kommt, wo es gerade gebraucht wird. Wie ich gerade schon sagte, wenn jede Kommune jetzt anfängt, sich hier in einem Schaulaufen zu übertreffen mit irgendwelchen Dingen, die man dort hinliefern möchte und jetzt sogar noch neue Gegenstände. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo waren, Entschuldigung, alle diejenigen, die sich jetzt hier so fürchterlich aufregen, muss ich einfach fragen, wo waren Sie damals, als wir die Katastrophe im Ahrtal hatten? Da war niemand von Ihnen so mitfühlend und empathievoll, wie Sie das heute alle darstellen. Das ist absolut so. Das ist absolut so. Und das ist für mich gespaltene Zunge. Ja, da zeigen Sie mal Ihre Empathie auch gegenüber Deutschen, die von Katastrophen betroffen sind. Das ist mein Ernst. Wenn Sie fertig sind, kann ich mal weitermachen. So, meine Damen und Herren, ich bitte etwas mehr um Ruhe und Aufmerksamkeit und frage Sie, Herr Nockmann, ob Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Abgeordneten Abaci gestatten. Ich würde eine Frage zulassen, aber diese ewigen Bemerkungen da, das lassen wir mal. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss es noch einmal sagen, die einzige private Hilfe, die es damals gegeben hat im Ahrtal, das war der Hafen. Ja, das geht um Empathie. Ihre liebe Frau Kollegin hat mir vorgeworfen, ich sei empathielos. Ich habe gesagt, es gilt, internationale Hilfe zu koordinieren. Das ist so etwas völlig anderes, als wenn sich die Städte jetzt in einem Schaulaufen übertreffen. Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? Wer spendet am meisten Hilfe? Ja, das muss übergeordnet erfolgen, weil ansonsten, Sie haben doch keine Ahnung von Organisation. Wenn alle nebeneinander arbeiten,
Wenn alle nebeneinander arbeiten, dann arbeiten viele aneinander vorbei. Dann gibt es beispielsweise Doppelarbeit, Doppelleistung. Das muss mit Synergieeffekten versehen werden. Ja, kommen Sie. Also Sie unterstellen uns Herzlosigkeit und Empathielosigkeit. Ich stelle hiermit fest, wir sind weder herzlos noch empathielos. Deswegen haben wir auch seinerzeit dem ersten Hilfepaket. Ja, wollen Sie es nicht hören? Sie gackern hier permanent herum. Wollen Sie es nicht hören? Deswegen haben wir dem ersten Hilfepaket auch zugestimmt. Hier aber, ja, Sie haben mir noch nicht mal nachgewiesen, dass die Hilfe aus dem ersten Paket dort angewiesen ist. Nichts davon steht in Ihren Anträgen. So, und einfach nur frei heraus, sich ja als Gutmensch zu generieren und zu sagen, wir spenden und alle haben wunderbar gespendet und Hamburg hat gespendet. Ich will Ihnen mal was sagen, viele Leute in Hamburg leben auch an der Armutsgrenze. Und wenn Sie sagen, Hamburg hat so wunderbar gespendet, dann fragen Sie bitte auch mal diese Leute, die an der Armutsgrenze leben, ob sie spenden konnten oder ob sie es nicht lieber gehabt hätten, wenn man ihnen auch mal was spendet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in sehr gewisser Weise sind Sie belehrungsresistent. Deswegen hat es gar keinen Sinn, dass ich jetzt weiter mit Ihnen rede zu dem Thema. Wir haben nachher noch andere Themen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.